Gib dem Organ die primäre Energiequelle. Das ist das Beste, was du für deinen Körper tun kannst, ja? Meine persönliche Meinung ist wirklich heute, die Organe das zu geben, was sie primär haben wollen. Schön, dass du auch in dieses Video von meinem Kanal wieder reingeklickt hast und dich für deine Gesundheit interessierst. Damit unterstützt du natürlich meinen Kanal. Wenn du mehr kostenlose Infos haben möchtest, ganz wichtig, Appell am Anfang, abonniert auf jeden Fall meinen Zweitkanal, das ist ganz, ganz wichtig. Denn momentan ist eine sehr große Unruhe, Kanäle werden gelöscht, die Meinungen aussprechen, die normalerweise ja, nicht regierungskonform sind. Ja, von daher ganz, ganz wichtig, den Kanal Pura Science von Patrick Strohbach abonnieren und auch die Glocke aktivieren, wenn ihr weiter kostenlose Informationen rund um deine Gesundheit haben möchtest. Ja. Sehr gerne könnt ihr mich natürlich auch unterstützen auf purazell.de, denn davon lebe ich, davon mache ich diese Videos hier für euch. So, heute aber was sehr, sehr Spannendes. Es geht um das Thema Herz. Und es liegt mir wirklich am Herzen, was ich gleich hier sagen werde. Denn viele Menschen ruinieren ihre Gesundheit und viele andere Menschen propagieren Ernährungsformen, die definitiv die Gesundheit sehr vieler Millionen Menschen ruinieren werden. Und es gibt immer noch eine sehr, sehr große Zuckerlobby halt, ja. Also schauen wir uns einfach mal die Produkte im Supermarkt an, wie viel Zucker da einmal so zugesetzt, die natürlich Interesse daran hat, dass das, was ich jetzt hier zeigen werde, absolut verschwiegen werden bleiben sollte, ja. Und das decke ich aber trotzdem auf. Ich werde es hier aufdecken und ich werde auch aufdecken, dass viele Menschen, die ganz anderen vielen Menschen, falsche Dinge ans Herz legen. Wir starten. Punkt 1 ist das. Man hatte damals beobachtet, dass das Herz Zucker aufnimmt, Pyruvat bildet, Laktat und solche Sachen bildet, ja, alles so gesehen im Zuckerstoffwechsel, Sauerstoff aufnimmt, denn der einzige Grund, warum du atmest jetzt gerade, ist, weil du zum Beispiel Fette und Zucker gerade verstoffwechselst, ja. Dabei wird auch Sauerstoff benötigt, ja. Ohne diesen Sauerstoff kannst du diese Produkte nicht in ATP umwandeln, in Energie. Man hat aber gesehen, die Zellen brauchen noch so viel, die nehmen noch so viel mehr Sauerstoff auf. Das kann nicht dem Kohlenhydraten zugesprochen werden. Und dann kam man auf die Idee, die Hauptaufnahme des Sauerstoffs ist, weil die Herzzellen Fettverstoff wechseln, dass man damals auf die Idee kommt. Und ich wiederhole nochmal, es gibt kein Buch, es gibt keine Studie, es gibt nichts, was jemals sagen würde, dass Zucker der Energielieferanten deines Herzens ist. Das wirst du nicht finden in der Biochemie. Das wirst du nicht finden in der Literatur. Das wirst du nicht finden von seriösen Quellen, sage ich mal. Das wirst du nicht finden. Das findest du nur auf unseriösen Quellen auf YouTube. Ja, sowas gibt es nicht. Das Herz benötigt, ich sage es, ich habe verschiedene Quellen abgeglichen. Das Niedrigste, was ich gefunden habe, war 50 bis 60% benötigt das Herz als Energielieferanten Fett. Das war das Niedrigste. Die meisten, also viele, also einige, gehen sogar auf 90% benötigt das Herz Fett als Energielieferant. 90%, das heißt, wir haben einen Wert von niedrigsten 50 bis 90% ist Fett. Und jetzt versteht ihr, wenn ich das hier lese, diese ganzen Sachen, ich habe früher sehr oft auch viele Kohlenhydrate konsumiert und ich gehe immer weiter in Richtung auch genügend Fette. Und wenn ich dieses 80-10-10 lese und wenn Leute diese Zuckermengen sich einverleiben und solche Sachen, dann sage ich, das arme Herz. Schauen wir uns die ganze Evolution doch mal an. Für mich ist es so einfach. Ich versuche zu lesen, was ist der primäre Energie, die Energiewunschquelle des Organs. Und beim Herzen ist es Fett. Warum soll ich mich fettfrei ernähren? Warum? Es ist biochemisch, ist es nicht verständlich. Es ist unmöglich, das nachzuvollziehen. Ein gesunder Menschenverstand würde sagen, das ist nicht möglich, ja, in dem Sinne. Ich habe nichts gegen Studien, versteht ihr? Meistens sagen, dass diese kohlenhydratreiche Ernährung und solche Sachen vielen Menschen verholfen hat zum Gesunden. Nein, ich glaube, dass das, ich habe ein Riesenproblem, warum ich mich nicht als Ernährungswissenschaftler oder diese Sachen bezeichnen möchte, sondern ich möchte Biochemiker sein, denn die einzige Kausalität, die besteht, die eine Studie niemals liefern kann, weil sie extrem viele Varianzen hat. Die hundertprozentige Kausalität liegt nur in der Biochemie. Nur.
Da gibt es kein, ja, das ist so, aber das wurde mal so beobachtet. Nein, die Biochemie ist Fakt. Das ist Fakt, daran kann man nichts rütteln. Wenn du eine Studie machst mit Menschen, die vorher nur Pommes Currywurst gegessen haben, sich dann vegan ernähren von Zucker und Pasta und Haferflocken, was ja auch nicht so absolut das perfekteste Lebensmittel sind, aber das ist deutlich besser als das, was sie vorher gegessen haben. Und dann sagt man, hurra, die vegane Ernährung oder sonst was, ich möchte nicht gegen die vegane Ernährung schießen halt hier. Aber ich meine jetzt einfach nur, ne, repräsentativ, die ist jetzt viel besser als das andere. Versteht ihr? Man weiß nie, wovon der Mensch vorher gekommen ist, von welcher Position. Das ist extrem schwammig. Die Biochemie lügt nie. Das ist immer Gesetz. Das sind die Gesetze, die dich steuern. Und daran kann man nichts rütteln. Da gibt es keine subjektive Meinung. Da gibt es gar nichts. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Da gibt es nichts. Null. Das ist, was zählt. Die Biochemie. 100%. Dein Herz braucht Fett. Es gibt die Struktur deines Herzens. Das Herz ist komplett anders aufgebaut. Das Herz besteht aus, es gibt ja quergestreifte Muskulatur und glatte Muskulatur. Das Herz ist der einzige Muskel, der sich immer bewegt und der abgekoppelt ist von einem normalen Neuronensystem, weil es selbstständig arbeitet halt, ja. Wichtig ist zu verstehen, dass die Struktur des Herzens anders ist, weil es so viel Kraftwerke benötigt, so viel Mitochondrien und so viel Nervenzellen, ja, eigene vor allen Dingen auch, die ja abgekoppelt sind vom deinem normalen neuralen System. Das ist der Hauptunterschied quasi des Herzens zu deinen normalen Muskeln. Du kannst deinem Herzen nicht befehlen, jetzt zu schlagen. Das kannst du mit deinem Muskel hier aber. Und das ist der große Unterschied. Sehr viel Neuronen deswegen, eigenständige, und sehr viel Mitochondrien. Daher ist kein Platz für Glykogenspeicher. Es gibt keinen Glykogenspeicher. Glykogenspeicher sind das, wo Zucker gespeichert wird. Zucker wird gespeichert in Glykogen. Warum? Völlig logisch, denn Zucker ist osmotisch aktiv. Wir wollen keine hohen Zuckerkonzentrationen haben. Das ist das gleiche wie Salz. Wenn wir Streusalz im Winter ausstreuen, sterben die Bäume, weil der Salz osmotisch aktiv ist und das Wasser entzieht. Das würde auch passieren, wenn riesige Mengen Zucker gespeichert werden im Körper, werden auch riesige Mengen Wasser dahin folgen, wegen den polaren Seitengruppen. Ja? Das will man verhindern, weil Glykogen ist osmotisch nicht aktiv, von daher wird der Zucker in Glykogen gespeichert. Es gibt zwei Formen, vermehrt in dem Lebergewebe, 150 Gramm ungefähr und 450 Gramm in dem Muskelgewebe. Je nachdem, das kann bis zu 1% ausmachen deines Körpergewichts. Kann das Glykogen in den Muskeln sein, je nachdem wie aktiv du bist und solche Sachen halt, ja. So, also ein Drittel bis ein Drittel Leber, zwei Drittel ungefähr Glykogen in den Muskeln, sagen auch einige. Was ich aber sagen möchte ist, das Herz hat das nicht. Deine Muskeln laufen sehr, sehr gut auf Zucker. Ja? Die laufen wunderbar, weil sie Glykogenspeicher haben. Sie haben den Zucker für sich gespeichert, den sie sofort zur Verfügung ziehen können. Das sind quasi ihre Reservefässer. Ja, deren Konservendosen. Das ist die Konservendose. Das hat keine Konservendosen. Und ich zeige euch jetzt alleine schon den Fakt, was völlig logisch ist, weil niemand auf die Idee kommen würde, dass Herzen sagen würde, das benötigt Zucker. Ja? Du hast 150 Gramm in der Leber. Wenn du einen Blutzuckerwert hast von 100 Milligramm pro Deziliter, ja, Deziliter ist immer Zehner, ja, also das sind immer 10 Zehnerpotenzen. Wenn wir das jetzt einfach mal 10 rechnen würden, ja, wenn wir das mal 10 rechnen hätten, dann hätten wir 1 Gramm pro Liter. Hätten wir 1 Gramm pro Liter. Der Mensch hat ungefähr 5 Liter Blut, vielleicht ein bisschen mehr. Dann hast du gerade mal, wenn du einen Blutzucker von 100 hast, was ja schon nicht so tief ist, ne, was ja relativ gut ist schon, dann hast du in deinem gesamten Körper, in deinem ganzen Blut, hast du 1 Teelöffel Zucker. 1 Teelöffel hast du. Wenn du einen Blutzucker von 100 hast, 1 Teelöffel hast du. Und dann willst du mir erzählen, dass ein Organ, versteht ihr, wie lächerlich das ist? Das kann gar nicht funktionieren, ja? Natürlich wird immer was nachgeschoben, aber die Logik ist nicht da, ja? Das heißt, Fettsäuren. Das Herz benötigt Fettsäuren. Ich kann euch das zeigen, es gibt eine Krankheit, Glykogenosen. Das ist, wenn vermehrt Glucose gebildet wird, vermehrt Glykogen gebildet wird, ja, da quasi eine Fehlspeicherfunktion deines Körpers ist. Das führt zu Kardiomyopathie und zwar der Hypotrophen, ja, also zu Verengung und damit der Linksabfluss wird beeinträchtigt bei dem Herzen, genau genommen. Aber das wird zu weit führen. Was ich aber sagen möchte ist, es wurde beobachtet, dass wenn, sehen wir hier, bei dieser Krankheit auch Glykogeneinlagerung im Herzen passiert,
kommt es eben zur Herzkrankheit. Ja? Und das ist auch nicht ohne Grund so, weil das Herz ist nicht dafür gemacht. Das hat nichts so großartig mit Zucker zu tun. Es hat Zuckerkanäle, ja, diesen GLUT4 heißen die, die sind auch insulinabhängig. Das kann Zucker aufnehmen, ja, das ist ja auch so. Also Zucker, man sagt sogar bis zu 20% oder 30% kommt aus Zucker. Je nachdem, wie viel man sich merkt, es ist nicht ausschließlich, weil es hat diese Transporter auch. Und was auch sehr spannend ist, das Herz hat, kann übrigens auch nicht nur mit diesen Kanälen, was seine Muskelzellen übrigens haben, diese Kanäle, diese GLUT4-Kanäle, die insulinabhängig sind, die Zucker reinlassen, sondern auch durch Kontraktion kann auch Zucker ins Herz gelangen. Ja, das hat quasi nur das Herz. Das ist sehr, sehr spannend zu beobachten. Nichtsdestotrotz, der Hauptlieferant definitiv nicht der Fall. Ja? So. Jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Stoffwechselerkrankungen, ja, passieren so. Du hast ein Herzen, du hast das Herz, was normalerweise gewisse Mengen an Fettsäuren kontinuierlich aufnimmt, weil das ist ja sein Hauptgericht, seine Hauptspeise, seine Leibspeise, ja, so. Wenn du jetzt aber vermehrt Zucker hast, nimmt das Herz trotzdem immer noch die Fettsäuren auf, denn warum soll es das anders machen? Dass die Fettsäuren ins Herz kommen, ja, ist zwar in gewissem Maße reguliert, aber das passiert immer, weil das war so vorgesehen von Evolution, dass das Herz Fettsäuren in der Beta-Oxidation zur ATP-Generierung nutzt. Ja? Wenn du jetzt aber vermehrt Zucker konsumierst und am besten noch die Einfachzucker, die sehr hohe Konzentrationen von Zucker ausschütten und weil ja durch die Kontraktion des Herzens auch Zucker ins Herz gelangt, hast du ein großes Problem. Und zwar dann hast du dieses Problem, dass sich in deinem Herzen Fettsäuren oder auch Triglyceride, ja, TAGs, akkumulieren. Weil die werden ja dann nicht mehr verbraucht. Weil die sind ja eigentlich da in deinem Herzen, die Fettsäuren und die Triglyceride und solche Sachen, um verbraucht zu werden. Wenn du aber jetzt durch zu viel Zuckerkonsum der Zucker sich dazwischen grätscht, dann werden diese Fettsäuren sich akkumulieren bei dir im Herzen. Und dein Herz wird verfetten. Es wird einfach verfetten, ja. Dazu muss übrigens wieder eine Veresterung stattfinden, ja, dass aus Fettsäuren, ja, wie gesagt, Speicherfett werden kann. Aber das ist möglich, ja. Und zwar, das sehen wir hier auch in verschiedenen Untersuchungen, ja, dass das, beziehungsweise Meinungen der Wissenschaftler, dass das definitiv so möglich ist. Das ist auch der gleiche Grund, warum viele Menschen, die sehr viel Einfachzucker konsumieren oder sehr viel Kohlenhydrate konsumieren, ja, sehr hohe Triglyceridwerte haben, das heißt Blutfettwerte haben. Warum? Weil diese ganzen Fette, die normalerweise von deinen Organen verbraucht werden zur Energiegewinnung, ja nicht mehr verbraucht werden, weil das der Zucker ja jetzt ja macht. Und diese werden sich anstauen. Und das Anstauen wird verursachen, dass diese sich akkumulieren in dem Gewebe, deine Leber verfettet und solche Sachen. Von daher an, Leberverfettung ist zu viel Zuckerkonsum, zu wenig Sportkonsum. Nicht Fettkonsum, ja, primär. Das ist ganz, ganz wichtig. Da an solchen Sachen, an solchen Fakten, hat die Zuckerindustrie, der Lobbyismus, der Zuckerlobbyismus, ja, möchte so was, dass das nicht rauskommt, ja. So. Sehr wichtig auch, es gibt Untersuchungen an Kuhherzen, ja, wurden auch gemacht. Eine Kuh normalerweise oder auch Gorilla, was ist die Energiequelle von denen? Fette, ja, die durch die Vergärung in dem Magen, ja, in den Pansen und solche Sachen, stellen diese aus diesen Ballaststoffen, die wir nicht verdauen können aus dem Gras und solche Sachen, stellen diese Fette her. Die stellen Fette daraus her, das heißt, die haben ebenfalls, Energielieferant ist Fett, so, und natürlich Protein, wenig Kohlenhydrate. Was bekommen die Kühe momentan? Kraftfutter. Das war nie für die vorgesehen. Was passiert? Die Organe verfetten, weil der Zucker vermehrt verbraucht worden ist und die ganzen Fette sind in dem Organ verblieben, die sind nicht verbraucht worden, weil der Zucker sich dazwischen gegrätscht hat, weil zu viel Zucker gefuttert worden ist, weil zu viel Kraftfutter gegeben worden ist. Das merkt man nicht, dazu gibt es keine Untersuchung, weil die Kuh, bevor sie krank wird, ne, an Herzkrankheiten, wird die schon wieder geschlachtet. Ja. Also nur mal so, das gleiche passiert bei Menschen, ja, wie gesagt, hohe Triglyceride und solche Sachen, alles zu viel Zuckerkonsum. Was sehr, sehr spannend ist ebenfalls, ja, also wir haben gerade gelernt, Herz kann kein Glykogen nutzen, also beziehungsweise kann kein Glykogen speichern und wenn es das tut, wird das Herz sogar krank, ja, das heißt, es braucht, ja, Fette. Wenn aber zu viel Zucker konsumiert wird, dann verbleiben die Fette im Herzen und verfetten das Herz durch wieder Verästerung halt, ja. Das möchte man nicht. So, jetzt lernen wir was Nächstes. Das Herz, das adulte Herz von jedem Erwachsenen und von einem Jungen, von einem Säuger, unterscheidet sich maßgeblich. Und zwar in dem Fall, dass das junge Herz Zucker als Energielieferant hat, als Hauptquelle, und das spätere Herz hat Fett
Das sieht man auch daran, wenn man sich mal die Zusammensetzung der Milch anschaut beim Menschen, dann ist es so, dass die Menschenmilch im Vergleich zu anderen Säugetiermilchs, zu Säugetiermilchsorten in allen Sachen abstinkt. Ja? Also weniger Minerale, weniger Protein, alles Mögliche halt, ja, weniger. Aber das Einzige, was die Menschenmilch mehr hat, ist Zucker. Ja? Das sieht man auch daran, wie gesagt, dass das junge Herz wirklich auch Zucker benötigt. Ja? So, das ganz große Problem ist aber eben das, dass wenn du vermehrt Zucker konsumierst, dann wird sich, dann passieren Genveränderungen. Ja? Dann passieren wirklich Genveränderungen in deinem Herzen, denn das Herz wird wieder zu einem jungen Herz. Also das möchte man ja, man möchte ja jung bleiben. Nein, zu einem noch nicht entwickeltem Herz. So muss man das sagen. Das Herz entwickelt sich zurück, weil das Herz vermehrt Gene exprimiert werden, die normalerweise dem Zuckerstoffwechsel zugeschrieben worden sind. Wenn sich das Verhältnis deines Herzens maßgeblich ändert und vermehrt in den Zuckerstoffwechsel geht. So, und das können wir jetzt noch weiter ausführen. Um das hier einmal zu belegen. Ja? Also, wir sehen hier zum Beispiel auch, das Herz ist eines der Organe, die hauptsächlich aerob funktionieren. Das heißt, Sauerstoff. Mit Sauerstoff funktionieren, ja? Da ist ganz, ganz wenig Spielraum für aeroben. Das heißt also für anaeroben Stoffwechselwege, das heißt ohne Sauerstoff. Das Herz hat einen sehr hohen Sauerstoffverbrauch, sehr, sehr hoch. Und das ist auch völlig klar, warum das so ist. Und das muss auch so sein. Und wenn das verändert wird, dann wird das Herz sich verändern, und zwar zu pathologischer Art und Sicht. Du wirst krank werden. Und zwar Sauerstoffverbrauch in deinem Herzen ist so. Also Zucker hat ja sechs Sauerstoff Atome, dann reagiert es mit sechs Sauerstoffmolekülen, also insgesamt auch 12 Sauerstoffatome, ja, also 6 und 12 sind 18. Diese reagieren zu 6 CO2 und 6 H2O. Diese beinhalten ebenfalls jeweils auch wieder 18 Sauerstoffatome, ja. Um die gleiche Menge Energie daraus zu generieren, ja, wie du hier, das CO2 wird übrigens ausgeatmet hier, ja, zu generieren aus Fett benötigst du viermal so viel Sauerstoff. Viermal das Herz, das heißt, das Herz ist normalerweise gewöhnt, viermal so viel Sauerstoff aufzunehmen. Wenn du auf einmal das substituierst, sagen wir mal normalerweise 90%, wenn auch genügend Fette isst, ja, so, dann gehst du aber runter, weil du so viel Kohlenhydrate, nur Kohlenhydrate in dich reinschaufelst, ja, dann wird das Herz, sagen wir mal, 40% weniger, und diese 40% weniger, die normalerweise Fett genutzt werden, nehmen jetzt auch oder verbrauchen jetzt auch viermal weniger Sauerstoff. Das hat Folgen. Das hat maßgeblich, ja, Genexpressionsfolgen. Das Herz wird sich verändern. Es kommt zur Ischämie. Es kommt irgendwann sogar, kann es zu Herzversagen kommen. Ja, denn zum Beispiel die Phosphokreatin, das kann man auch messen, der sinkt dann dementsprechend auch. Der Gehalt sinkt. Das heißt, das Herz ist nicht mehr so leistungsfähig. Phosphokreatin ist sehr, sehr wichtig, denn es liefert Phosphatgruppen bei dem Übertragen von ADP auf ATP. Und ATP ist der Energielieferant bei uns im Herzen. Ja? Das heißt, dass dein Herz maßgeblich nach unten reguliert wird. Ja? Und das ist nicht irgendeine Hokuspokus oder sowas halt. Ja? Das ist einfach Gesetz. Ja, das ist wirklich Gesetz. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Die Struktur des Herzens: Das Herz kann kein Glykogen speichern. Das Herz muss zurückgreifen auf einen gewissen Prozentsatz von Zucker, was in deinem Blut ist, was aber sehr wenig ist. Von daher ist es logisch, dass das Herz natürlich einen anderen Energielieferanten, einen primären, hat, und das sind natürlich die Fettsäuren. Ja. So, die Fettsäuren können ins Herz gelangen, das tun sie auch, wenn diese aber nicht verbraucht werden in deinem Herzen, sondern weil du zu viel Zuckerkonsum hast, werden diese nicht verbraucht und sich wieder verestert werden und werden dein Herz verfetten. Das möchtest du nicht, deshalb möchtest du moderate Mengen Kohlenhydrate konsumieren und ausreichende Mengen Fette konsumieren, damit dein Herz ordentlich arbeiten kann. Einlagerungen von Glykogen sogar führen in deinem Herzen zu pathologischen Veränderungen, ja? Das adulte Herz, das heißt, und das junge Herz unterscheiden sich maßgeblich, dass das adulte Herz maßgeblich Fettsäuren verstoffwechselt, das junge Herz Zucker. Wenn du vermehrt Zucker konsumierst, verändert sich dein Herz und bildet sich quasi zurück. Sauerstoffverbrauch ist viermal so hoch bei der Beta-Oxidation wie normalerweise, wenn Zucker verstoffwechselt wird. Diese Veränderungen haben maßgeblich ebenfalls, tragen dazu bei,
von pathologischen Veränderungen, die zu beobachten sind, an deinem Herzen, weil nicht mehr der Sauerstofftransport bzw. Verbrauch in deinem Herzen vonstatten geht, wie er normalerweise vonstatten gehen sollte, wenn er das Substrat, was er normalerweise benötigt, Fett verstoffwechselt. Und das hat Folgen. Das hat Folgen. Ischämie kann sogar bis zu Herzversagen führen und zur Senkung der phosphatübertragenen bzw. bei der ATP-Bildung hilfenden Moleküle, diese sogar gesenkt werden. Ja? Das nochmal ganz kurz. Ich denke, das war's mit dem Video. Ich habe hier noch was anderes vorbereitet, das lasse ich jetzt aber. Wie wichtig noch Fettsäuren sind und welche Gene sie auch aktivieren. Ja? Also, das ist alles sehr oberflächlich jetzt für euch hier einmal dargestellt, ja, aber völlig verständlich. Es gibt noch sehr viele andere Sachen, wo Fettsäuren wirklich bestimmte Gene aktivieren. Und wenn diese nicht mehr in dem Maße da sind, können diese Gene nicht mehr abgelesen werden und Stress, geht nach oben in deinem Herzen und alles Mögliche. Das wird alles passieren, ja. Es wurde oftmals beobachtet, dass natürlich bei der vermehrten Zuckergabe erstmal das Herz ein bisschen besser gearbeitet hat, weil es ein sehr schneller Energielieferant und solche Sachen halt ist, ja. Aber langfristig wird das Herz immer schlecht arbeiten mit viel Zucker als mit Fett. Von daher an appelliere ich an die Menschen, guckt, was die Organe brauchen. Das Herz benötigt Fett, also esst genügend Fett, ja. Das Gehirn will primär Zucker haben. Ja? Erythrozyten wollen primär Zucker haben. Ja? Also gebt ihnen eine gewisse Menge Zucker, die sie benötigen. Ganz einfach. So ist das. Gebt dem Organ die primäre Energiequelle. Das ist das Beste, was du für deinen Körper tun kannst. Ja? Von daher verhindert diese Zuckermasten, ja? Verhindert diese Zuckermasten, weil es wird dir an Fett fehlen, ja? Verhindere diese Fettmasten, denn es wird dir unter anderem auch ein gewissen Maß an Zucker fehlen für das Gehirn und für eine Dinge. Natürlich kann man Ketonkörper bauen. Aber ich bin, meiner Meinung ist heute, ja, meine persönliche Meinung ist wirklich heute, die Organe das zu geben, was sie primär haben wollen. Und das ist Fett. Also hört auf mit dem ganzen Zuckermast. Dankeschön fürs Zusehen. Schaut sehr gerne auf purazell.de vorbei. Dort könnt ihr mich unterstützen. Viele Fitmacher, viele gesunde Lebensmittel für euch dort zu haben, in einer Qualität meines Erachtens, die es sonst weltweit nicht gibt. Dankeschön für deinen Support. Bis gleich auf purazell.de. Bis zum nächsten Video. Ciao.